Dann servus und herzlich willkommen zur nächsten digitalen Pressekonferenz. Diesmal vor einem Sonntagsspiel. Für uns geht's am 13. Spieltag nach Oldenburg. Am Sonntag geht's um 13 Uhr, Punkt 13 Uhr los für unsere Schanzer. Und es wird das erste Aufeinandertreffen mit Oldenburg sein für den FC Ingolstadt 04. Ich darf natürlich euch begrüßen, aber selbstverständlich auch unseren Cheftrainer Rüdiger Rehm, den ich jetzt gleich darum bitten würde, mit einem Personalupdate zu beginnen. Ja, servus in die Runde. Unsere Langzeitverletzten, glaube ich, brauche ich nicht mehr dermaßen größer erwähnen. Die werden bis zur Winterpause ausfallen. Wir hatten diese Woche schon die eine oder andere Kleinigkeit. Den einen oder anderen Spieler, der nicht alle Einheiten machen konnte. Und wir hoffen, dass wir sie bis Sonntag alle dementsprechend fit kriegen. Es ist einmal Domi Franke, der nicht trainiert hat zu Beginn der Woche. Marcel Kostli, Calvin Prackelmann und auch Tobi Beck haben zu Beginn der Woche nicht trainieren können und werden jetzt hoffentlich die nächsten ein, zwei Tage nochmal so fit, dass sie einsatzfähig sind am Sonntag. Musa Dumbuya ist eingestiegen, hat nach seiner Erkrankung aber auch ein bisschen gebraucht natürlich, wird aber vermutlich am Sonntag zur Verfügung stehen und Visa ist gesperrt, gelb gesperrt und deswegen steht er uns natürlich da nicht zur Verfügung. Danke dir, Rüdiger. Damit wärt ihr an der Reihe, solltet ihr Nachfragen haben, dann sehr gerne zur digitalen Hand greifen oder die reale verwenden. Wir sehen euch ja eigentlich alle oben via Video und sind gespannt, wer heute den Anfang macht. Und das ist Gottfried Sterner vom Donaukurier. Gottfried, gerne das Mikro öffnen. Ja, grüß euch. Servus in die Runde. Servus. Gleich nochmal zu den angeschlagenen Spielern. Kannst du das ein bisschen präzisieren, was denen fehlt? Du hast ja eine ganze Reihe aufgezählt. Deswegen wird es dann auch ein bisschen viel, aber ich versuch's. Ja, also Domi Franke, waren alles ein bisschen was aus dem Spiel raus. Ja, Schläge, Pferdekuss, ein bisschen muskuläre Probleme, Rückenprobleme, also alles so ein bisschen querbeet. Bei jedem ein bisschen was, aber eigentlich müsste es so sein, dass wir es hinbekommen, dass sie am Sonntag alle einsatzfähig sind. Okay, du hast nicht erwähnt Patrick Schmidt, der musste ja raus letztes Mal. Das heißt, ihm geht es offenbar gut. Genau, den habe ich nicht erwähnt, weil er einfach nur eine Verkrampfung hatte zum Glück. Also war keine muskuläre Verletzung, sondern einfach nur eine Verkrampfung. Und deswegen hat er sich dann auswechseln lassen, konnte da nicht mehr weitermachen. Und von daher hat keine muskulären Probleme gehabt, hat auch jede Trainingseinheit diese Woche mitgemacht. Würde ich gleich kurz bei ihm noch bleiben. Hat er sich jetzt wieder nach so einer Delle, der war ja noch so in die Startelf vorgeschoben, nach den Leistungen zuletzt auch? Ja, hat auf jeden Fall wieder auf sich aufmerksam gemacht und gezeigt, dass er aus dieser kleinen Formtief oder aus dieser kleinen Delle rausgekommen ist. Und jetzt hat er gerade natürlich auch einen guten Lauf. Ja, ich habe vor dem Spiel auch schon mit ihm gesprochen, dass er einfach, wenn er die Möglichkeit hat, versuchen soll, so schnell wie möglich abzuschließen, weil er gerade im Moment eben diesen Lauf hat. Und ich hoffe, der hält ihn noch ein bisschen an, wo du einfach aus jeder kleinsten Situation, auch im Training, und das spürt man dann auch bei Stürmern, wenn sie diesen Lauf haben, dann schießen sie, der wird abgefälscht und rollt trotzdem irgendwie ins Tor. Und genau das muss er beibehalten. Und im Moment ist er natürlich auch in einer sehr, sehr guten Verfassung, hat in den letzten zwei Spiele zwei Tore gemacht und ist natürlich genauso heiß wie die anderen beiden, drei Stürmer, die wir da vorne haben, die alle da einsatzfähig sind, beziehungsweise Ari hat jetzt auch da mal im Sturm gespielt. Von daher haben wir da vorne eine gute Auswahl. Und wenn Anna natürlich jede Woche trifft, die letzten zwei Spiele, dann ist er natürlich, hat er ein gutes Statement abgegeben. Anders ist bei Pascal Testreau. Was ist mit Paco momentan los? Du hast letztes Mal ihn rausgenommen und hast gesagt, das war nicht genug für dich. Woran hakt es? Hast du das schon rausfinden können mit ihm? Ja, was heißt, es war nicht genug, aber es war einfach so, dass ich sage, wir brauchten da nochmal was anderes. Er hat nicht den besten Tag gehabt. Und dann ist das einfach auch eine ganz normale Geschichte. Ich habe da auch mit ihm drüber gesprochen diese Woche und es ist überhaupt kein Problem. Für mich ist es kein Problem, jemanden dann einfach auch mal in der Halbzeit rauszunehmen. Er ist ein unglaublich wichtiger Spieler und hat in München auch vor allem als Anführer, als Leader gewirkt und hat dort auch sehr, sehr viele Situationen eingeleitet. Ja, von daher gibt es halt mal so einen Tag, wo es einfach nicht so funktioniert und dann müssen die anderen in die Bresche springen und das haben die anderen Jungs gemacht und dadurch haben wir das Spiel auch gewonnen und das ist das Entscheidende und Paco ist ein wichtiger Spieler für uns, ja, der selber mit sich so ein bisschen hadert,
der aber da eine Lockerheit reinkriegen muss. Ich weiß, dass er irgendwann treffen wird und wir müssen ihn aber auch noch besser in die Positionen bringen. Das sind die Themen, die wir gerade im Moment immer wieder miteinander haben und da sprechen wir drüber und der wird seine Tore machen, der wird uns weiter als Anführer auf dem Platz leiten und führen und darum geht's. Letztes zu dem Thema, würdest du sagen, du hast noch nicht so diese Mischung für das Duo vorne gefunden oder passen bestimmte Spieler einfach noch nicht so zusammen wie Patrick Schmidt und Paco vielleicht? Ja, im Training sah es ein bisschen anders aus diese Woche, da haben sie sehr, sehr gut kombiniert und zusammengepasst. Ja, es ist einfach so, dass wir in der Vorbereitungsphase einfach in der Offensive auch nicht dieses Eingespieltheit reingebracht haben. Das hat aber nicht nur was mit den Stürmern zu tun, sondern auch mit den äußeren Mittelfeldspielern. Ja, Tobi Beck war da noch nicht da, David Kopacz war lange verletzt, dann war Paco lange ausgefallen. Das heißt, das hat einfach nicht die Abstimmung hat dann einfach noch nicht gepasst. Die muss aber jetzt kommen und wir wissen, dass wir uns da steigern müssen. Und wir hatten auch schon richtig gute Szenen, auch gemeinsam richtig gute Szenen. Auch Paco mit Schmidi, wenn ich an die Flanke in Dortmund damals denke und Schmidi macht den Kopfballtreffer. Also es sind einfach Dinge, wo wir auch nicht präzise genug sind in manchen Situationen, wo wir dann zum Abschluss bringen müssen, wo wir die Konteraktion durchziehen müssen, ja, wo wir den Angriff bis zur gegnerischen Grundlinie bringen müssen. Und dann werden wir auch automatisch gefährlicher. Wir bremsen manchmal zu früh ab oder treffen die falsche Entscheidung, sind nicht ganz sauber im Passspiel. Und das ist halt das Schwierige natürlich auch im Fußball, das Offensivspiel. Und da müssen wir uns steigern, das wissen wir und da werden wir uns steigern. Aber wenn wir die Spiele im Moment, haben wir jetzt 3 Tore gemacht, wir waren sehr effizient. Wir haben im Spiel davor 2 Tore gemacht. Das heißt, wir sind sehr, sehr gut in der Chancenverwertung. In den Spielen davor hatten wir mehr Chancen, aber weniger Tore geschossen. Von daher müssen wir jetzt gucken, dass wir die Mischung finden. Chancen erhöhen und Tore beibehalten. Okay, danke. Danke auch, Gottfried. Und dann darf natürlich auch der Rest sehr gerne noch eine Frage stellen. Allerdings scheint es jetzt nicht so auszusehen, als hätte noch jemand eine Nachfrage, bis auf Bernd König vom Kicker vielleicht noch. Bernd, gerne. Hallo zusammen, los in die Runde. Hallo, Herr Rey. Ich hätte nur eine Frage, da wir ja gerade beim Thema Präzision sind, in diesen engen Spielen, dass man dieses vorentscheidende Tor vielleicht früher erzielt. Im letzten Spiel war es ja erst in der Nachspielzeit. Spielt dieses Problem vielleicht auch ein bisschen da zusammen? Ja, wir wünschen uns natürlich auch, dass wir das Tor früher erzielen und ich glaube, es wäre auch möglich gewesen, aber am Ende zählt es, dass wir als Sieger vom Platz gehen, ja, egal ob das nach 93, 94 Minuten, indem wir die Entscheidung machen oder indem wir eben die Entscheidung nicht vorher machen, sondern das 2-1 nach Hause bringen. Ja, ich glaube, dass auch sicherlich das Spiel Wien Wiesbaden im Hinterkopf war, nach dem 2-1-Anschlusstreffer, der relativ schnell nach dem 2-0 gefallen ist. Und dann sehen wir das Positive, sagen, okay, jetzt haben wir das Spiel nach Hause gebracht mit 3-1 am Ende und nicht 2-3 verloren. Ja, und das ist das, was wir als Mannschaft und was wir als Team natürlich auch immer wieder versuchen, in die Köpfe reinzurufen. Weg mit den Negativgedanken, rein mit den Positivgedanken. Ja, wir sind sehr, sehr schwer zu knacken defensiv und offensiv haben wir im Moment eine gute Effizienz und die wollen wir beibehalten. Und die brauchen wir auch vor allem am Sonntag in Oldenburg. Vielleicht noch eine Nachfrage zu dem 3-1. Das war ja das erste Tor, wo der Jalen Hawkins gemacht hat. Hat man das bei ihm in der Trainingswoche gemerkt, dass ihm da ein Druck von den Schultern abgefallen ist? Ja, auf jeden Fall. Er hat es im Training auch wieder getroffen. Ja, und das ist dann das, was ich auch gerade mit Schmidi gemeint habe. Er hat in den Trainingseinheiten auch vorher sehr ordentliche Trefferquote erzielt gehabt in den Spielen. Und dann triffst du halt automatisch auch mal im Spiel. Und das ist das Entscheidende. Und da müssen sie dranbleiben. Und Jalen muss jetzt auch sich immer wieder weiter zutrauen, die Abschlüsse zu suchen, muss da versuchen, im Endeffekt auch immer wieder die 1-gegen-1-Situation zu gewinnen, wenn er sie herstellen kann. Ja, und dieses Selbstvertrauen, das müssen sie mitnehmen, gerade unsere Stürmer jetzt. Ja, wir haben jetzt eine ordentliche Trefferquote, letzten 2 Spiele mit 5 Toren. Und da wollen wir dran aufbauen und wollen wir weitermachen. Und dann wird der Knoten vorne auch bei Paco, auch bei Musa irgendwann platzen. Okay, danke schön. Bitte. Danke dir, Bernd. Kannst dann deine digitale Hand auch gerne runternehmen. Perfekt. Und dann nochmal an euch. Wenn ihr noch Nachfragen habt, gerne jetzt die Hand heben. Bei Gottfried Sterner ist da noch mal was aufgeploppt. Sehr gerne das Mikro öffnen. Ja, es fehlt ja noch eine Personalie. Muslio kann ja nicht spielen. Hast du dich schon festgelegt, wer in der Abwehrkette spielen wird?
Ja, da wird entweder Nikola oder Nico Antonic ihn ersetzen. Das ist klar. Einer von beiden werde ich mich entscheiden. Beide haben ähnliche Vorzüge. Ja, können beide auch die Position ausfüllen, haben das beide auch schon gemacht in dieser Saison. Und von daher bin ich mir relativ sicher, dass sie in Visa dementsprechend gut ersetzen werden, da gut reinfinden werden. Aber auch das ist dann eben die Frage, dass wir da schnellstmöglich zueinander finden in der Kette. Und wir haben ja noch ein paar Fragezeichen in der Kette. Also von daher werden wir schon schauen müssen, dass wir eine ordentliche Viererkette auf die Platte schicken. Aber da bin ich mir auch sicher, dass wir das schaffen. Und dann werden wir denjenigen dann informieren, aber das werde ich jetzt nicht hier über die Öffentlichkeit machen. Vielleicht noch eine Nachfrage zu Stevanović, wie du ihn überhaupt siehst, wie hat er sich entwickelt? Ja, Nikola hat am Anfang ganz am Anfang, wo er gekommen ist, natürlich sich auch erstmal schnell eingewöhnen müssen. Das ist immer eine schwierige Sache, wenn man zum ersten Mal im Ausland ist. Das dauert auch immer ein bisschen, hat auch immer ein bisschen Zeit gebraucht. Da braucht man Geduld. Ich habe sie gehabt, eher ein bisschen weniger am Anfang, wollte unbedingt und schnellstmöglich. Das weiß ich aber, das ist nicht immer so einfach, gerade wenn man dann auch noch ein junger Spieler ist. Und deswegen müssen sie sich da an diese Gegebenheiten gewöhnen, viel geredet. Und ich glaube, dass ihm die Spiele, die er bei der U21 dann gemacht hat, im Anfang der Saison jetzt oder Mitte der Vorrunde, dass ihm das sehr, sehr gut getan hat. Und ich habe gesehen, wie er im Selbstvertrauen aufgebaut hat, wie er im Endeffekt dann auch im Training noch besser geworden ist, weil die Spielpraxis ihm einfach gut getan hat, wie es bei vielen anderen auch ist. Ja, die nicht so zum Zuge kamen, vielleicht in den ersten Spielen, ist unglaublich wichtig, einfach die Spielpraxis dann zu halten, ob das über Pokal ist oder U21. Da bin ich sehr, sehr glücklich, dass wir diese Voraussetzungen haben und die Jungs dann auch dementsprechend die Spielzeiten geben können, weil nur dann werden sie besser. Und das hat der Nikola absolut gemacht, ist immer besser geworden, hat sich gut reingearbeitet. Und auf Nico konnten wir uns sowieso schon immer verlassen. Ja, da wissen wir genau, was er abruft. Und von daher bin ich da guten Mutes, dass egal wer von beiden aufläuft, wir diese Lücke von Visa schließen können. Ja, jetzt eigentlich ganz schöne Schlussworte. Es sei denn, es hat jemand von euch noch was dagegen. Dem ist nicht der Fall. Und dann sage ich vielen lieben Dank euch. Ein schönes Wochenende auf 3 Auswärtspunkte. Und dann sehen wir uns nächste Woche zum Heimspiel gegen Viktoria Köln wieder. Bis dann, macht es gut. Ciao, servus.